I don't. Guten Morgen, hallo. Na ja. Oh mein Gott, wie seid ihr alle schon hier? Oh, ich bin so müde, Alter. Ich bin froh, dass ich es noch irgendwie aus dem Bett geschafft habe. Guten Morgen. Hallo. Hallihallöchen, guten Morgen, ihr alle. Ich hoffe, ihr seid wacher als ich. Hallo. Alle müde sind da, hallo. Ich könnte mich einfach ins Bett legen und weiterpennen. Selbst Tom ist schon wach. Der kam schon mich knuddeln und war so, müsstest du nicht streamen? Und ich denk so, alter Junge, lass mich in Ruhe. Oh, Medusa Kaffee, dankeschön für 14 Monate. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Fluri. Guten Morgen, Majora. Guten Morgen, Bad Ferret. Guten Morgen, Lini. Guten Morgen, Huge Posh. Guten Morgen, Fire. Guten Morgen, Honey. Guten Morgen, Breakdown. Guten Morgen, Mireille. Hallo. Hallo, Sippy. Beatdown, Beat. Dankeschön für 37 Monate. Dankeschön. Dankeschön, hallo. Du bist nur für den Live aufgestanden. Ganz schlechte Entscheidung. Wenn du dachtest, dass jetzt in diesem Stream irgendwas passiert, ganz schlechte Entscheidung. Muss ich dich enttäuschen? Du hast gestern Abend noch lange gearbeitet. Naja. Naja, nee. Nee, eigentlich nicht. Majora, danke schön für 50 Monate. Boah, 50 Monate sind es schon. Ich bin echt alt geworden. Wo sind die Jahre? Was ist 50 Monate? Sind das 3 Jahre? Wie viel ist das? Wir waren produktiv. Ja, ganz bestimmt. Produktiv. Ja, ja. Boah, mehr als 4 Jahre schon. Alter Majora, ne? Majora, wie überlebst du das denn? Sag mir das mal. Ach du Gott, Patsche, danke für 10 Monate. Hallo. Wie war vor langem nicht mehr in deinem Stream? Wie geht's dir? Mir geht's gut, ich bin nur sehr müde. Bin gerade erst aufgestanden. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Dass du wacher bist als ich. Morgen. Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Weiß ich auch nicht. Die parasoziale Beziehung kickt einfach. Scheiße. Fuck, Mann. Majora, 4 Jahre und wir sind immer noch nicht verheiratet. Peak parasoziale Beziehung. Ginger White, tut mir leid, aber irgendwie. Das hat gerade gut ins Narrativ gepasst. Oh, ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. Ich habe mir Kaffee mitgebracht. Falls ihr fragt, der ist zur Hälfte entkoffiniert. Oh, mein Tracking ist ganz komisch eingestellt, Alter. Ich shrimp hier. Ich sitze hier legit wie so ein Shrimp einfach. Mein Tracking so, ja, this is fine. Ins Ohr, bleibt im Kopf. Heckler und Koch. Was für Heckler und Koch? Was ist das? Ich kenne nur... Okay. Meintest du meinen Schlurp? Bleibt der dir im Kopf? Oh, danke schön für das Papa. Hallo, guten Morgen. Danke für den Hype-Train. Leute, ich brauche jetzt keinen Hype-Train. Alles gut. Oh Gott, I don't need a Hype-Train. Wir können einfach so ein bisschen zocken. Ja, ja. Ich bin schon längst verloren, aber für dich ist es noch nicht zu spät. Nee, Majora, Beat is lost. Okay. I mean, auch gut. Auch gut. Leute, wie geht's euch denn so? Wie habt ihr denn so geschlafen? Oh mein Gott, scheiße. Warum? Was wollt ihr denn jetzt mit Waffenherstellern? Alter, es ist früh am Morgen. Geht weg mit euren Waffen. Waffeln könnte ich jetzt gebrauchen. Waffeln.
50% weniger Koffein, 100% mehr Kaffee. Ja, seitdem da weniger Koffein ist, trinke ich doppelt so viel Kaffee. Macht das Sinn? Und ich habe einen kleinen Muffin von gestern noch übrig gelassen. Ich glaube, ich habe gestern auch in der Call-Off erzählt, dass ich den habe. Den habe ich mir extra für heute übrig gelassen. Hast du dir mal Power World angeschaut? Ja. Das sieht ganz funny aus. Aber bisher habe ich da nicht so Lust drauf, tatsächlich. Ist, glaube ich, vielleicht, ich werde wahrscheinlich, wenn überhaupt, so ein Spätzünder. Ich spiele Powered, wenn das überhaupt keinen mehr interessiert. Mhm. Wahrscheinlich. Das ist bei mir voll oft so. Irgendwie ein Spiel catcht mich nicht direkt. Und dann sage ich so, nee, ich will das nicht spielen. Und irgendwann catcht es mich, aber dann interessiert es schon keine Sau mehr. Und dann streame ich es vielleicht, ja. Trailer zu Frostpunk 2, oh mein Gott, ja. Ja. Scheiße, Leute, ich wollte mir den Trailer von Frostpunk 2 mit euch im Stream angucken. Also ich habe den schon gesehen, weil ich ungeduldig as fuck bin. Ich habe den schon richtig oft gesehen. Aber wir müssen den auch, ich muss den euch noch zeigen. Bei Frostpunk 2. Also Frostpunk 1 ist ja eins meiner Lieblingsspiele. Und Frostpunk 2 kommt bald raus. Es gab einen Trailer dazu. Aber würde ich gerne als Leitmotiv Collapse zu 14. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall bald Collapse da irgendwie. Ich hab schon Dinge im Munkeln hören im Server. Aber bei mir erstmal, mit mir erstmal nicht. Wie geht's dir so heute? Mir geht's gut. Ich bin nur müde. Mach den Trailer an. Sollen wir jetzt den Trailer gucken? Statt Minecraft? Dann gehe ich aber lieber raus. Oder stell mich ins Haus oder so, sonst explodiere ich gleich. Oh, ich verlasse mal fast. Ich muss dieses Loch da stopfen. Das ist ja. Das ist ja gefährlich. Oh nein, jetzt kommt mein. Und jetzt kommt das Hype-Train-Ding. Ja. Ich habe es heute nochmal versucht zu fixen. But it didn't work. Apparently. Ja, ich glaube, ich muss das echt noch mal ganz neu machen. Wisst ihr was? Ich starte mal kurz neu wieder. Aber danke für euren Hype-Train, wirklich. Vielen, vielen lieben Dank. Kurzer Train, wir sind wohl auch alle noch müde. Ach was? Nein, Leute, ihr müsst euch doch gar nicht... Fühlt euch zu nichts gedrängt, okay? Boah, dachte, du bist jetzt in Japan? Haben wir denn jetzt schon März? Bro. Irgendwie, deine Zeit geht ein bisschen anders, kann das sein? So. Da will man dich mit den Creeper-Sound ärgern und dann läufst du in Sicherheit Jinja Pokémonheit. Sorry, man. Tut mir leid. So. Okay, now I'm good again. Sollen wir uns den Frostpunk-Trailer angucken, obwohl ich richtig müde bin? Können wir machen. Also ansonsten, ich wollte gleich mit euch Minecraft spielen. Und wir werden heute unser neues Bauprojekt starten. Ich glaube, ich habe irgendwo auch ein... Ja, da habe ich ein Bild gemacht sogar. Das wird unser Gasthaus in der Hölle. Ich habe festgestellt, das ist zu groß für die Welt oben. Ich will das hier in die Hölle bauen. Also, das ist nicht die Hölle, aber ich nenne es so, ja. Okay, bevor sich gleich Leute aufregen. Einfach beim Trailer wegpennen. Ja, die sagen, ich bin halt voll müde. Aber ich kann natürlich trotzdem drüber reden mit euch. Der Trailer war schon ziemlich cool und hat viele Dinge geleakt. So. Oder sah sehr interessant aus. Bin sehr gespannt. Ihr wollt doch einfach nur, dass ich den Frostpunk 2 Trailer gucke, damit ich nicht vorankomme, oder?
Damit ich heute wieder nichts schaffe in Minecraft. Oder safe. Das ist doch safe der Grund, oder? Ja. Mann, ey. Das schaffst du auch so. Hey. Wir doch nicht. Dafür brauchst du unsere Ablenkung nicht. Hä? Warum seid ihr so fies zu mir? Hä? Das macht keinen Unterschied. Hä? Ich bin so gespannt auf alle 10 Blöcke, die heute gesetzt werden. Hey! Nein, ich habe diesmal einen Plan, versprochen. Ja, danke schön für 14 Monate. Guten Morgen. Ich glaube, ich komme nicht mehr raus. Nee, du kommst hier wirklich leider nicht mehr raus. So sehr du es dir auch wünschst. War das mit dem Frostpunk 2 Trailer am Stream schauen nicht deine Idee? Hä? Ja, ich wollte das super gerne im Stream schauen, aber halt nicht vielleicht zum Frühstückstream. Darum ging es jetzt gerade. Aber wir können es trotzdem jetzt gucken. Okay, Leute, mach ich mal kurz. Obwohl, die haben das auf Twitter und auf YouTube gepostet. Auf YouTube kann ich euch das besser zeigen als in dem kleinen Fenster auf Twitter. Mach ich mal ganz kurz. Scheiße, Leute, ich glaube, ich werde krank. Tom ist krank. Und ich habe das Gefühl, der steckt mich an. Mein Hals wird auch langsam trocken. Ich muss ab und zu husten. Das ist nicht gut. Du hattest auch beim Hexenhaus einen Plan. Wir wissen alle, wie das... Nein, da hatte ich keinen Plan. Das Tutorial war einfach Bullshit. Das war wirklich Bullshit. Die haben gar keinen Link zu ihrem YouTube. Na gut, dann suche ich mir den selbst. Direkt in Quarantäne. Ey Leute, sehe ich so aus, als würde ich sowieso rausgehen? Hä? Sehe ich so aus, als würde ich rausgehen? Oh no, nicht krank werden. Ja, alles gut. Ganz ehrlich, besser jetzt krank, als wenn ich nach Japan fahre. Oder flieg. Ich flieg nach Japan. Besser jetzt als später. Sagst du nicht jedes Mal, dass du einen Plan hast und dann vergisst du ihn wieder? Ich habe gestern extra ein bisschen das Spiel abends noch gespielt, damit ich heute weiß, was ich machen muss, ja. Frostpunk 2. Otaro, danke für 27 Monate, dankeschön. Hier, genau. Wisst ihr, ich übertrage euch mal kurz meinen Bildschirm. Und da muss das Hexenhaus kurz weichen. Die Pokémon-Musik geht so ab, ne? Zumindest hittet die jetzt gerade am Morgen anders. So, guck mal, ich habe hier Frostpunk 2 gesucht. Warte mal, Gameplay-Review? Reveal? Achso, da hat jemand auch, glaube ich, nur den Trailer analysiert. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, Alter, hat das jemand schon mal gespielt? Genau, Frostpunk 2 11-Bit Studios hat hier zwei Trailer rausgehauen. Einmal einen Teaser-Trailer. Das ist nur ein Small-Trailer gewesen, der aber auch schon viel über die Größe des Games ausgesagt hat. Das sieht sehr groß aus, das Spiel. Aber mehr hat man nicht gesehen. Und dann gab es aber einen kleinen Gameplay-Trailer vor 4 Tagen. Und ja, den können wir uns angucken, wenn ihr möchtet. Gibt es deutsche Untertitel? Yo. Okay, cool. Es gibt chinesische, englische, japanische, koreanische, aber keine deutschen. Ihr könnt alle Englisch, oder? Es ist nicht so schlimm. Also ich pausiere sowieso alle paar Sekunden. Wir reden darüber. Ah. Hallihallöchen. Hallo an alle, die dazukommen. Eh nicht. Ja, das war der official Gameplay-Trailer. Den habe ich erst auf Twitter gesehen und dann in besserer Qualität hier auf YouTube. Und ich bin amazed. Ich bin einfach amazed. Guten Morgen, Schwertlich. Hallo. Ich muss heute noch nach München Gladbach, aber ich freue mich, dass ich einen Stream noch, bevor ich unterwegs bin, gucken kann. Wow. Na, guck mal. Und ich zwinge dir jetzt meine Leidenschaft zu Frostpunk auf. Ist das nicht toll? Okay, Leute. Frostpunk 2. Der zweite Teil von einem meiner Lieblingsgames.
der Nachfolger. Dieser Trailer hier. Muss mal gucken, ob der überhaupt laut genug ist. Oh, oh, es ist so hell. Oh mein Gott. Oh Leute, ne? Alleine dieses Geräusch von diesem Horn. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber ich liebe dieses Geräusch von dem Horn. Das war in Frostpunk 1 ja immer das, wenn die Schicht losgeht oder beendet wird. Und Leute, guck mal. Warte, was steht hier? Actual Gameplay does not represent final quality. Okay, aber es ist Actual Gameplay. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier ist so ein Hügel. Und es geht sogar bis hier oben weiter mit Stadt. Ich bin so... Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, vor der neuen Größe dieses Games. Es ist amazing. Also, ich finde es auf der einen Seite richtig cool, auf der anderen Seite habe ich Angst, dass ich zu dumm bin. Weil wenn es größer wird, dann wird es auch schwieriger zu managen. Aber wir gucken mal. Weil bisher Frostpunk 1 war immer super cozy. Du hast da wirklich nicht mehr als vielleicht so eine große Stadt gehabt. Super überschaubar. Mehr gab es da nicht. Und je nach Kampagne ist die auch sogar kleiner geworden wieder. Und hier ist es einfach riesig. In einem anderen Trailer, by the way, das wollte ich auch noch sagen. Es sieht so aus, als gäbe es jetzt hier Straßen. Also das Grundkonzept ist gleich. Hier ist der Generator. Hier sind so Kreise. Und um die Kreise drumherum stehen Häuser. Das ist auch in Frostpunk 1 so. Aber ich habe das Gefühl, es gibt so Straßen. Dann gibt es das hier, ich weiß nicht, was das ist, kleine Loks oder so. So Überführung, aber über den Straßen, wenn ihr das hier mal seht. Hier auch und hier. Ich weiß nicht so genau, ob das für Güter sein wird oder, also wahrscheinlich für Güter, aber sowas gab es vorher auch nicht in Frostpunk 1. Und dann, oder laufen hier auch Menschen lang, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Mann. Und dann habe ich in dem anderen Trailer gesehen, ich weiß nicht, hier sieht man das gerade, glaube ich, nicht, gibt es sogar so Luftballons hier, so wie heißen die? So Ballons. So eine Ebene drüber gibt es auch nochmal Fortbewegungsmittel. Kann auch sein, dass das einfach nur Deko ist. Sowas gab es auch in Frostpunk 1. Aber wenn es wirklich drei Schichten an Fortbewegung gibt, habe ich ein bisschen Angst. Hier, kennt ihr City Skylines? Ich dachte, City Skylines muss ja voll mein Game sein. Zeppeline! Oh mein Gott, danke schön. Ich bin einfach dumm. Zeppeline, yeah. Hallo Alex! Ich dachte so, City Skylines muss richtig meins sein, richtig Bock bestimmt. So seine eigene Stadt aufbauen, klingt doch voll geil. Boah, für City Skylines, das war ja so tiefgreifend. Es gab so viel, wie man Strukturen bauen konnte. Das war zu viel für mein kleines Hirn. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es auch sehr kompliziert wird oder deutlich komplizierter wird im Frostpunk 2. Aber ich vertraue den Entwicklern, dass es vielleicht irgendwie auf den Prinzipien des ersten Teils aufbaut und dass mein Hirn damit mitkommt. Ich hoffe es zumindest. In City Skylines bestand meine Stadt aus Stau. Ja. Ja, bei mir hat nichts funktioniert in City Skylines. Das hat mich voll gefrustet. Ja, also mal gucken. Das ist meine Vermutung, ob es drei verschiedene Schichten an Fortbewegung gibt. Luft, erhöhte Bauten und Boden. Kann aber auch sein, dass das einfach nur irgendwas, dass du hier so irgendwie so ein Bergwerk hast und dann wird das irgendwo hin transportiert oder so. Ich weiß es nicht. Are you listening? Stuart? Stuart! Oh. Oh, das ist so dunkel alles. Let's take it back. But how? The Stuart. Oh mein Gott, und hier sieht man. Hier sieht man tatsächlich das Overlay vom Game. Und da habe ich auf Twitter so viele Leute gesehen, die sich. Oh, wie geil sieht das denn aus? Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Vorher, wenn irgendeine Ressource gefehlt hat oder sich nicht gut drum gekümmert wurde, hat die so rot geblinkt. Einfach so blink, blink,
blink, blink. Wie im Auto, wenn irgendwie was fehlt. Und dann blinkt so ein Warnlicht, ja. Ich glaube, wenn du hier, das sind alles Vermutungen, aber ich glaube, wenn du hier irgendwas verkackst, zum Beispiel hier, du heizt deine Wohnung nicht richtig, dann läuft die Sapsche hier einfach so runter. Wie krass gruselig sieht das denn aus? Ist das nicht geil? Oh, dankeschön fürs Podcast, dankeschön. Oh mein Gott. Aber auf Twitter haben sich Leute aufgeregt, dass das Overlay jetzt weiß ist, anstatt schwarz. Leider ist ein bisschen der YouTube-Button, der YouTube-Player ein bisschen drüber. Kriege ich das hin irgendwie? Guck mal jetzt nur auf die Ränder. Ja, guck, die sind so weiß. Oh mein Gott, hier wird auch gesehen. Hier kann man auch sehen, wie man was baut, glaube ich. Okay. Mm. In weiß sieht das sehr billig aus. Echt? Du findest das auch? Ich habe das halt gesehen und die waren alle so, warum ist das weiß, nicht mehr schwarz? Das war in Frostpunk 1 schwarz. Und ich so, also, es sieht anders aus, das stimmt. Aber ist es nicht vollkommen logisch in einem Game, das von Schnee und Eis handelt, das Overlay weiß zu machen? Also weiß ich nicht. Weiß finde ich besser, ich würde auch sagen. Vor allem habt ihr gerade mal gesehen, wie dunkel das Spiel teilweise wird, wenn es kalt ist. Guckt mal, wie schwarz der Bildschirm ist, wenn es hier zufriert. Dann ist es vielleicht sogar gar nicht so schlimm, wenn das hier ein bisschen heller ist. Fällt schwarz nicht mehr auf? Ja, das kommt drauf an, wie das Spiel gestaltet ist. Da scheint hier ja schon so ein bisschen Kontraste zu ziehen zwischen schwarz und weiß. Es ist halt, es gibt entweder Eishölle oder nur Hölle. Und ja. Oh mein Gott, es gibt kein Spiel, wo Leute sich zuerst über was aufregen. Ja, also ganz ehrlich, es sieht anders aus. Mich juckt es im Prinzip ehrlich gesagt nicht, solange mir das Spiel trotzdem Spaß macht. Mich stört es jetzt nicht so sehr. Es sieht irgendwie ein kleines bisschen schicker aus, sage ich mal. Ein bisschen mehr stylized, das ist okay. Damit kann ich leben. Guckt euch mal das hier an. Das ist, upsa, nicht abonnieren, das meinte ich nicht. Hier, guckt mal, hier sind so Gebäude zu sehen auf den jeweiligen Schriften. Das sieht so geil aus. Warte mal hier, Logistic District, Extraction District, Industrial District, Food District, Housing District, Districts, auch einfach alle Districts. Okay, keine Ahnung. Ich glaube wirklich, es wird dann so richtig eigene Zonen geben, wo bestimmte Dinge gehandhabt werden, weil die Stadt jetzt so groß ist. Und du hast hier halt eine Aufteilung für alles Mögliche. Das hatte man ja auch schon im Frostpunk 1. Mm. Guck mal oben in der linken Ecke. Dieser Spielstand ist bei Woche 234. Guck mal das hier auch an. Hier sind 2300 Einwohner. Frostpunk 1 ist, glaube ich, selten so, also in den Kampagnen, nicht in dem Endlos-Mode. Das im Endlos-Mode, dass du vielleicht ein bisschen mehr kriegst irgendwann, das ist okay, aber das ist, da sind die eigentlich selten so über 700 oder so hinweggekommen und hier sind es einfach 2000. 17. Januar 1922. Damn, Alter. Es gibt übrigens auch noch Ressourcen, es gibt Kohle. Ich weiß leider nicht, was das hier ist. Es gibt Öl, das ist neu. Es gibt, ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was das ist und das hier auch nicht. Ich glaube, das ist Rohnahrung. Nee. Vieh? Es sieht aus wie so ein Hirschkopf. Naja. Ist das Wasser? Das wäre eigentlich voll funny. Wenn man Wasser schmelzen, so Schnee schmelzen müsste für Wasser, weil das hier ist Öl. Und was ist das? Wasser? Rohnahrung, Häuser. Keine Ahnung, was das ist. Und das weiß ich auch nicht. Tote. Tote. Anzahl der Toten. Mm. Im zweiten Teil baust du Distrikte statt Gebäude, weil der Fokus hier nicht mehr auf Micromanagement
mehr legen wird, sondern die Devs meinten, dass Teil 2 mal den Fokus auf die Politik und das Miteinander der Fraktionen Überlebenden legen wird. Genau, das hat man dann auch jetzt gesehen. Jetzt wird es ein bisschen anders sein. So, hier wird gerade was gebaut. Das sieht so interessant aus. Genau, der hat jetzt halt, jetzt packst du nicht mehr jedes einzelne Haus, deine Häuser dahin, sondern du nimmst einfach ein bestimmtes Distrikt und schmierst das irgendwo so hin. Zumindest sah es gerade so aus. Oh shit, hab die Untertitel ausgemacht, sorry. Ey, ganz ehrlich. Ich finde, von wegen weißes Layout, das hier sieht so geil aus. Also du hast hier, wie gesagt, diesen sowieso schon diese dunkle Schneehölle. Das ist ja auch nur so lange weiß, wie da Licht drauf scheint. Und dann hast du hier diese weißen Pop-Ups. Also das gab es ja auch vorher in Frostpunk 1, aber es sieht richtig schön aus. Too many mouths to feed. Ja, Leute sterben, verhungern. Was machst du? More people, more mouths to feed. They treat us like animals, left to suffocate. We need a place to work. Who else will feed our families? Stuart, his squalor will kill her. Oh mein Gott, ich hoffe, der explodiert nicht wieder. Stuart! Where are the horns you promised? Oh, das ist so geil. Oh, das sieht, Leute, das sieht richtig cool aus. Ich finde, das sieht richtig schön aus. Ich finde, das sieht wirklich cool aus. Neu starten, das erfrieren eh alle. Nee! Paul! Sorry, Leute, Alter, aber jetzt gucken wir uns. Ich habe euch gesagt, wenn wir uns den Trailer jetzt angucken, dann dauert das ein bisschen. Dann wird es ein bisschen dauern. Oh. Wo braucht Jinja wieder Kohle? Nein, ich brauche nicht. Ach, hör auf. Ich brauche keine Kohle. Guck mal, jetzt siehst du hier aber die Arbeiter, die das gesagt haben. Das ist voll geil. Hier, Ian McTavish, 45, ist ein Minenmitarbeiter. Der hat Angst, auf der Straße zu landen. So. Der hat Hunger. Das ist auch krass, jetzt ist alles rot. Hier ist irgendwie... Gab es davor schon was? Hier ist gelb. Und hier ist einfach rot. Was sind diese Streifen hier am Rand? Das sieht so krass aus. Als würdest du einfach dem Wahnsinn verfallen, ey. Oh Gott. Leute, ne, ich liebe das vor allem auch, wie die dich alle anschreien in diesem Trailer, ne? So fühlst du dich im Frostpunk einfach so. Dauernd schreien dich irgendwelche Leute an, hallo, ich verhungere, hallo, wir sterben. Und du denkst so, Bro, halt die Schnauze. Und ich finde das sehr, sehr cool, weil anscheinend baut dieses Spiel wohl explizit darauf auf, dass sich alle Leute gegenseitig bekriegen werden, weil man hat ja auch viel mehr Menschen jetzt da. Und wenn du viel mehr Menschen hast, sind das natürlich viel mehr Meinungen, die aufeinander clashen. Hier gibt es Proteste zum Beispiel. Das ist auch genauso wie im ersten Teil. Zumindest sieht es so aus. Das hier ist richtig krass. Oh mein Gott, danke schön, Kiyoshi. Danke schön für 13 Monate auf Tier 2. Ah, das am Rand soll die Verzweiflung der Leute untermalen. Das Rote bedeutet wohl, dass du immer mehr Unruhe und Zufriedenheit hast. Das ist richtig geil. Also wirklich, das sieht so atmosphärisch aus. Ist halt im Prinzip irgendwie unlogisch, dass das so, aber dass das so dargestellt wird, ist voll geil. Oh mein Gott. Wichtigste Frage, gibt es Twitch-Integration, dass die Leute nach Chat benannt werden? Ich hatte so Bock, dass alle Bewohner nach Chat benannt werden und dann kann random Chat sterben. Hatte ich so Bock drauf. Ach, Lini, wenn die das wieder so gut machen wie im ersten Teil, wird es bestimmt, kannst du bestimmt die Leute einzeln trotzdem anklicken. Da wird der Political-Teil mehr ausgebaut. Habt ihr weniger gefühlt? Nee, der war super wichtig. Es gab vor allem super viele Kampagnen, die nur darauf aufgebaut haben. Ich habe jetzt so Bock, Frostpunk 1 mal auszuprobieren. Ich glaube, wir müssen nächste Woche Frostpunk 1 nochmal spielen.
Dann erkläre ich euch auch, wie das Vital 1 funktioniert. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Hier, sorry, ich musste kurz mal von meinem Muffin abbeißen. Das ist komplett neu. Es gibt jetzt Law Proposal. Demokratie ist ja ekelhaft. Wie kompensieren wir die Arbeiter? Gleichberechtigte Bezahlung. Ach du heilige Scheiße. Arbeit ist Arbeit und deswegen werden alle gleich verdienen. Das wird die Diskrepanzen zwischen Arbeitern und der Elite eliminieren. Absolut klasse. Lass uns doch dafür wählen. Oh Gott. Oh Gott. Kann man auch sehen, wie viele Arbeiter und wie viele Elite abstimmen? Boah, und dann können die da abstimmen. Richtig Demokratie. Sehr magst du uns also, dass du hoffst, dass wir sterben. Vielen Dank auch, Yenyapu. Hä, Madison, was soll ich mir denn sonst wünschen? Oh Mann. Ich sehe schon, Frostpunk Treecken stirbt in Jar. Wie gut du gestorben bist. Oh Mann. Die Testschinkendrohne wurde nicht angezeigt. Alter, you're right, aber die kam an. Oh mein Gott. Damit, dankeschön. Dankeschön. Ich habe es jetzt nochmal abgespielt. Jetzt, wo du es gesagt hast, konnte ich sie natürlich anklicken. Oh mein Gott. Oh. Ja. Ich finde das eine ganz, ganz... Alter, das wird so Spaß machen im Stream. Ne? Ich werd so viel Scheiße labern. Das wird so Bock machen. Boah, nee, warum können die denn voten? Das ist so geil, aber das ist so geil. Ich fand das immer so... Ich fand das immer funny. In Frostpunk 1 gibt es super oft Leute, die sagen so, hallo, hey, unsere Krankenhäuser sind voll, willst du nicht mal ein Gesetz machen? Und dann guckst du die so an, nö. Und dann passiert eigentlich nichts mehr. Dann einfach so, nö. Dann sterben die halt, aber dann ist okay. Dann juckt es keinen weiter mehr. Also da gibt es nicht viel Aufstand. Oh, danke schön fürs Pat-Pat. Und wann Frostpunk 2 streamt? Das Spiel ist noch nicht draußen. Aber wenn es draußen ist, werde ich das suchten, Leute. Na? Scheinbar stimmen die Leute da auch für Gesetze ab. Für ein weniger serious Run wäre es irgendwie witzig, wenn Chat mit abstimmen dürfte. Ach du Scheiß. Das wäre aber so funny. Und dann habt ihr alle eure Rollen und dann seht ihr so im Screen, ob ihr die Elite seid, ob ihr Arbeiter seid, also in welcher sozialen Schicht ihr steckt. Und dann könnt ihr so im Chat sagen so, ich erfriere oder ich muss mich den ganzen Tag im Kohlebergwerk abrackern und ich krieg kein Geld für die Scheiße. Ich stimme jetzt hierfür. Das wäre so funny irgendwie. Belial, danke schön für deinen Sub. Willkommen bei den Ginger Ninjas. Danke schön. Doch irgendwann revolten die schon. Also entweder bin ich erfroren oder Leute haben sich alle geweigert und ich konnte es nicht mehr fixen. So oder so, wenn eine große Frost kommt, hatten alle keinen Bock mehr. Oh no. Nee, aber fully, das ist ja nur, wenn die Unzufriedenheit einen Wert übersteigt. Was ist? Also fully, eigentlich ist das jetzt nicht so schwer, einfach zu gucken, dass die Unzufriedenheit nicht so hoch ist. Ich musste, ich glaube, ich echt coachen im Frostpunk. Das ist echt nicht so schwer. Naja. Ich liebe übrigens auch, wie die sich alle anschreien. Oh Gott. Law rejected. Tja. Es gibt leider kein Equal Pay. Naja, Pech gehabt. Stuart? The City Must Not Fall, so heißt der zweite Teil. Oh, das ist so geil. Oh mein Gott. Es wird, denke ich schon, sich anders anfühlen als Frostpunk 1 und ich bin ehrlich gesagt froh darum, weil sonst hätten sie auch einfach weitere Kampagnen machen können für Frostpunk 1. Aber das hier sieht echt gut aus. Es sieht echt interessant aus. Oh, das hier gefällt mir so, wie das hier so runtersapscht. Das sieht so creepy aus. Ich liebe das. Ich liebe das so sehr. Hier gibt es auch so ein Thermometer. Ach, hier seht ihr nicht. Da ist gerade mein dummes Subziel davor. Das sieht so gut aus.
May, danke schön für 11 Monate. Guten Morgen. Hallo, wir haben uns gerade den Frostpunk 2 Trailer angeguckt. Ich bin absoluter Frostpunk-Fan und ich habe viel zu lange gerade über Frostpunk gequatscht. Das tut mir so leid. Oh, ich habe Frostpunk damals so hart gesuchtet. Hallo Toni, bin sehr gespannt, was alles anders sein wird. Ich auch. Also es sieht schon deutlich anders aus. Und das gefällt mir. Ey, ganz ehrlich, ihr könnt nicht sagen, dass das nicht voll geil aussieht. Dass sie die Wege nutzen, um vielleicht darzustellen, wie du gerade deine Regierung führst. Also es, wie gesagt, macht eigentlich ja gar keinen Sinn. Aber du guckst diese Wege sowieso den ganzen Tag an und das macht so ein nices Bild. Vor allem kannst du dann vielleicht sehen, vielleicht wird dann hier so irgendwas rot. Und hier ist es dann noch gelb. Hier vielleicht durchsichtig, neutral. Oh mein Gott. Das sieht schon echt geil aus. Ich habe 21 Stunden Spielzeit im Frostpunk und nicht eine Kampagne geschafft. Belastend. Belastend. So, wir hören jetzt auf mit Frostpunk 2. Leute, ich sage euch nur, ne, ich liebe Frostpunk 1. Wir müssen, vielleicht zocken wir wirklich nächste Woche mal wieder Frostpunk, ey. Vielleicht machen wir das nächste Woche mal. Die Sache ist, ich schaffe es nicht, eine Kampagne in einem Stream durchzuspielen. Ich brauche bestimmt so 8 Stunden oder so für eine Kampagne. Und das ist immer so ein bisschen viel. Also wenn ich privat spiele, geht es vielleicht schneller, aber ich will euch ja auch Dinge erklären. Ich will ja nicht nur vor mich hinspielen, das kann ich auch alleine machen. Ja. Ist das nicht die so Souls-like-Strategie? Ein Fehler und alles kracht zusammen? Aber man kann sich zumindest, wenn man die Schwierigkeit nicht hochgestellt hat, eigentlich schon ein paar Fehler erlauben. Aber, boah, ich mach die Musik wieder an, das ist so ruhig. Aber es ist schon hilfreich, nicht zu viele Fehler aufeinander zu machen, weil dann wird es richtig schwer irgendwann. Ginger coacht uns im Frostpunk, sozusagen. Oh Mann. Rot ist der wütende Mob, genau das. Voll geil. Hast du Haspen Hotel geguckt? Nee, aber muss ich noch machen. Freue mich richtig. Stream-Wochenende. Ihr meint da nichts. Freitag, Samstag, Sonntag wird nur Frostpunk gesuchtet. Na, wir gucken mal. Wir schauen mal. Ah. So, Leute. Eigentlich wollte ich ja heute mit euch Minecraft spielen. Aber jetzt haben wir uns den Frostpunk 2 Trailer angeguckt. Ich bin sehr, sehr hyped. Ja. Das wird sehr, sehr cool. Ich hoffe, ich kann euch auch da mitnehmen, weil ich weiß, ich finde das so richtig doof, ne? Ich finde so Aufbauspiele richtig geil. Aber ich finde, zum Zuschauen im Twitch-Chat sind die voll schwierig, weil ich finde, so als Zuschauer hat man bei diesen Games voll selten Durchblick, was überhaupt gerade abgeht, oder? Findet ihr das auch so? Wenn ich da manchmal in so einen Stream reingucke und da spielt jemand zum Beispiel, okay, ich kenne halt Anno relativ gut, aber zum Beispiel, da spielt jemand Anno und ich habe wenig Ahnung von Anno, dann sehe ich das und bin einfach absolut überfordert. Und die Person redet ja auch nicht mehr so richtig darum, was sie gerade macht. Und dann ist man so, warte, was geht jetzt ab? Du hast nur so ganz viele kleine Menüs und gar keine Ahnung, was passiert. Und deswegen finde ich die immer voll schwierig zu streamen. Aber ich liebe die Spiele einfach. Deswegen, ich liebe Frostpunk einfach. Deswegen würde ich es trotzdem voll schön finden, wenn ich es schaffen könnte, euch irgendwie mitzunehmen. Wisst ihr? Dass ich euch erkläre, wie das funktioniert und dass wir das zusammenspielen und nicht ich sitze da und mache meine kleine Stadt und ihr guckt zu vielleicht und schlaft ein dabei, sondern ja. Selbst bei Fire Emblem, was recht simpel ist, habe ich das Gefühl, Leute verlieren den Faden, wenn ich halt über Taktiken rede oder rechne. Ja, genau das. Wenn es halt zu kompliziert wird, auch für Leute, die gerade neu einschalten vielleicht, dann ist es immer so ein bisschen schwierig. Also es gibt viele Spiele, die sind total toll, aber als Streamspiel echt schwierig. Aber ich versuche euch mitzunehmen, einfach weil ich Frostpunk so liebe. Ja. Ich verliere schon den Faden bei dem Wort Taktiken. Oh Leute. Hast du deinen Kaffee noch? Yes, ich bin noch am Slurpen nebenbei. So, Leute, ich mache euch gleich wieder das Bild auf. Wir müssen ja jetzt. Ich erkläre euch auch gleich, was ich hier mache. Aua! Kenjo! Wir müssen ja gleich jetzt hier das Gasthaus bauen. Mhm. Ginger, du machst das schon. Und wenn Zuschauer dein Content sehen wollen, dann gibt man sich Mühe. Oh. Naja, aber ich will mich schon auch
Ups, meine Musik ist vorbei. Ich will mich schon auch anstrengen, dass es irgendwie verständlich ist für euch zum Mitgucken, wisst ihr? Monate, by the way, recht, Ginger. Der Frostpunk-Hype hat dich echt aufgeweckt. Warte mal, das war Monat gesagt, das wird mich aufwecken? Ja, das hat mich wirklich wach gemacht, ne? Ich war so müde vorher. Scheiße. Oh Mann. Aber das war auch echt cool. Nicht Mona. Ach, Mon. Ach so. Ich war nämlich gerade so, wo kommt Mona her? Vielleicht bin ich doch noch nicht wach. So, Leute, guckt mal her. Guckt mal, Leute. Seht ihr diesen slightly andersfarbigen Boden? Wir möchten nämlich heute anfangen mit unserem nächsten Bauprojekt. Und zwar das Höllengasthaus. Ja! Das Höllengasthaus. Das ist eine Taverne. Und die möchte ich, glaube ich, hier unten in meine kleine Hölle reinbauen. Ich habe irgendwie gemerkt, draußen ist nicht genug Platz, wo ich sie erst hinbauen wollte beim letzten Mal. Und hier drinnen fehlt uns noch so viel. Da fange ich jetzt mal an, hier ein Häuschen reinzubauen. Ich kenne doch meine Streamerin. Ey. Mettisch, what the fuck? We won't do this, nee. So, und ich habe hier schon mal tatsächlich die Blöcke abgezählt. Und schon mal in den Boden reingepackt. Hier zum Beispiel wird die Tür sein, in der Mitte hier. Habe ich mir schon markiert. Und das ist ziemlich lang. Ich weiß nicht, warum dieses Gasthaus so unendlich lang ist. Guckt euch das an, Alter. Das geht von hier bis hier hinten. Aber hier will ich Sinn haben. Ich glaube, das wird schön. Wenn ich irgendwann mal den Lavasee auch fertig gemacht habe. Ich habe so wenig Bock auf diesen scheiß Lavasee. Ja, wenn ich den auch fertig gemacht habe. Dann sieht das, glaube ich, schön aus, wenn genau hier so ein Gasthaus steht. Die Besucherzahlen werden gering sein im Gasthaus. Das ist auch nur für mich. Nur für mich. So, ich soll mal jemanden anzwinkern. Das mache ich mal kurz. Wow. Mona baut Monopolis. Ginger baut die Hölle. Ist wirklich so. So, bop, 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 bop. Spring mal rein. Nee, Folie. Das ist jetzt nicht so meins. Verbrannte Haut ist jetzt nicht so geil. So, Lukas, hallo. Ich hoffe, du bist noch da. Ich möchte dich anzwinkern. Hallo. Hallihallöchen. Hallo, du. Guten Morgen dir. Guten Morgen. Boah, ich bin trotzdem irgendwie immer noch ein bisschen müde. Tut mir leid, Mann. Aber wir schaffen das. Muss, glaube ich, nur noch das Tutorial kurz aufmachen. Dann kannst du dich allein in der Taverne besaufen. Wow, das klingt echt traurig. Das klingt wirklich traurig. Ah, dankeschön fürs Papa. Dankeschön. Mm. Und dann fällt noch ein Betrunkener in die Lava und schon ist der Braten fertig. Ja, voll geil, dann ist der schon... Jemand brät doch auch in Alk an oder so. Dann wird das doch aromatischer. Vielleicht stimmt das dann auch so. Okay, okay. Ah. Ach Leute, es gibt so viele tolle... Oh, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Mann, ich wollte eigentlich was ganz anderes nachgucken. Oh, ich hasse das, wenn Leute mir schreiben und dann sind das tolle Leute und... Oh, fuck. Ja, macht euch gespannt, Leute. Dieses Jahr wird echt mein Jahr. Ich sag's euch. Dieses Jahr wird mein Jahr. Also vielleicht wird's auch euer Jahr. Das eine schließt das andere nicht aus, aber... Der Braten für Tisch 69 ist fertig. Ist ja ekelhaft. Ist ja ekelhaft. Eieia. 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 Das Ginger. Nee, es gibt da so ein Projekt, an dem ich gerade arbeite. Ein sehr großes Projekt und da habe ich gerade ein paar Updates zugekriegt. Das hat mich kurz ein bisschen abgelenkt. Aber ich kann euch noch nicht sagen, was es ist. Ich will euch noch nicht spoilern. Ihr kriegt davon nichts mit. Ich werde euch viele Dinge mitteilen, aber das ist ein Spoiler. Das sage ich euch nicht. Oh mein Gott, hier ist Musik in dem Video. Ach du Scheiße. So, wir fangen mal an jetzt zu bauen. Oder ich mache mir zumindest mal eine Kiste hier hin. Habe ich da vielleicht... Noch Stuff fertig?
Ich liebe deine Songs, dankeschön. Oh mein Gott, wisst ihr noch, wie ich gerade gesagt habe, ich sollte vielleicht dieses Loch hier stopfen? Ach du Heilige. Guten Morgen, Gunde. Salli, Hallöchen. Bom, bom. Erst teasen, dann einen auf NDA machen. Wie unfair. Tihi. Das mache ich am liebsten. So, okay, ich meine, gut, hier ist eine Werkbank drin, aber eigentlich hätte ich gerne noch eine. Aua. So kann ich nicht das hier. Vielleicht brauche ich ja so ein bisschen Blätter. Gras. Gras und Blätter. Und. Oh, Pokémon-Musik ist einfach toll, oder? Leute, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. I really hope you did. Sleep well. Das ist wichtig. Ich baue mir nochmal eine Werkbank. Warte, wie baut man sich eine Werkbank? So, ne? Ich brauche ja den ganzen Rest gar nicht. Hier. Okay, den Rest nehme ich mit. Random Frage, hast du Höhenangst? Nee, aber... Also, die Sache ist, wenn ich irgendwo draufstehe und es ist sehr hoch und ich könnte fallen, habe ich einen ganz normalen Respekt davor, zu sterben. Aber ich glaube, das ist normal. Aber es gibt ja so Leute, die gucken, sind an, weiß ich nicht, in einem Hochhaus oder so und gucken aus dem Fenster und dann wird denen schon richtig schwindelig und schlecht und die kriegen richtig Angst und sowas und das habe ich halt nicht. Wenn ich da sicher bin, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einem Gebäude und da ist alles sicher und so, dann habe ich kein Problem damit, da runter zu gucken. Man denkt sich nur so, oh, holy shit, ist das hoch. Aber, ja. Höhenangst eigentlich nicht. So, Leute, dann baue ich jetzt hier mal Kistchen hin. Weil eigentlich ist es wahrscheinlich, also ich denke, es ist sinnvoll, ein bisschen Materialien zu sammeln, die wir brauchen werden. Und ein bisschen was abzulegen, dass ich nicht alles hier im Inventar rumschleppe. Was habe ich denn hier alles drin? Glatter Sandstein? Was brauchte ich denn zum Bauen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Hier, meine Scheiße kann ich auch hier rein droppen. Ganze Scheiße weg hier. Ein Pfeil. Was soll ich mit einem Pfeil? Und eine Werkbank direkt daneben. So. Oh, oh, oh. Weißt du, das geht oftmals noch schlimmer, sind die Leute, die sich dann über Geländer heben. Das triggert mich und viele andere mit Höhenangst interessanterweise sehr viel mehr. Oh, echt? Same Folie, die Experience hatte ich erst zu Silvester. Ja, fühl. Ja, fühle ich. Das ist anders wild. Was ist dein Lieblingsgebäude auf dem Server? Von meinen Gebäuden. Ich wollte gerade sagen, Monas Baum. Den finde ich am schönsten. Aber wenn das, das habe ja nicht ich gebaut. Ja, danke schön fürs Badbad. Cascade, danke schön für 14 Monate. So, was brauche ich denn? Ich brauche diesen glatten Sandstein, oder? Leute, wie habe ich den gekriegt überhaupt? Was ist das für ein Geräusch? What the fuck? Ich dachte irgendwie, meine Katze gurgelt oder sowas. What the heck? Was war das? Okay. Oh scheiße, das waren die falschen Platten. Oh no. Das war das Falsche. Ich brauche das hier. So, davon brauche ich zwei Stück. Ah, doch nicht von dem. Wir machen jetzt... Das gibt es nicht, what the fuck? Mein Mausrad ist so kaputt. Zwei von denen. Eine Planke. Und dann vier Stück davon. Womit ersetze ich die braunen Blöcke? Ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon gefragt, ne? Ach du heilige Scheiße, Junge, was zum Fick? Domit, was soll denn das jetzt? Warte, war das Domit? Habe ich mich verlesen? Ne, es ist Domit. Junge! Hey, 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 wir machen nicht diesen hier zum entspannten Frühstückstream. Ja, ja, das Mausrad. Hey, willst du gerade sagen, ich bin dumm oder wie? Willst du gerade sagen, ich bin dumm? Oh, fuck.
What the? Was war das? Oh, hast du das noch nie mitbekommen, Ferle? Da hast du aber Glück gehabt. Da hast du Glück gehabt. Oh, wir könnten das Mangrovenholz nehmen. Ich glaube, das sieht geil aus mit dem Mangrovenholz. Oh, das habe ich natürlich nicht hier unten. Ich muss mal ganz kurz klettern gehen wieder. Oh, fuck. Kann es sein, dass es 1 Million Wege gibt, Stein zu verarbeiten? Naja, ist ja eigentlich ganz cool, wenn es ganz viele unterschiedliche Steine gibt, weil dann kannst du ganz viel unterschiedlich bauen. Ist ja eigentlich was Schönes. Ja, ja. Nein, es sind 2 Millionen. Danke, Fully. Danke, Fully. Oh, da ist... Hallo! Oh, es möchte zu mir. Hallöchen, hast du eine Kartoffel? Bist du immer noch angebunden und musst auf ewig in diesem Häuschen hier leben und kannst nicht frei raus? Ah. So, okay. Hier irgendwo... Ich glaube, mein Bestand ist ja hier unten. Oder? Eine Falltür, die nehme ich mit. Random Falltür. Der hat seine eigene Hölle. Oh nein. So, ich könnte halt diese Steine hier benutzen. Das wäre halt dann legit. Also sollen wir so Stein nehmen? Als Detail für das Hexenhaus? Warte, guckt euch das nochmal an. Es geht, seht ihr jetzt hier dieses braune Holz in der Mitte von den Fenstern unten? Um das geht es jetzt. Ob ich halt das nehme? So einfach dieses rote Mangrovenholz? Ich glaube, dieses rote Mangrovenholz wäre nicht schlecht, oder? Wobei ich eigentlich diese dunkle Farbe auch voll geil finde. Ich finde die auch schon geil. Aber ich habe dieses Holz nicht. Das ist doch hier so dunkles irgendwas Holz, oder? Das habe ich halt nicht. Ich habe hier so orangenes Holz. Ich glaube, ich habe auch gar kein rotes Holz mehr. Ach scheiße, das müsste ich anpflanzen. Ein dunkles Haus im Dunkeln. Oh yeah. Nee, ich habe davon auch gar nichts mehr. Gar nichts. Schwarzeiche oder Fichte? Haben wir sowas hier in der Nähe? Ich glaube nicht. Da müsste ich jetzt eine Wanderung machen, Leute. Da müsste ich erstmal durch die Gegend wandern. Vielleicht nur den oberen geschwungenen Dach. Bogen in dem Brot. Das ist eine gute Idee. Wir könnten ja... Ich kann euch das leider schwer zeigen, ohne so einen Zeiger oder sowas. Aber dieses unten bei dem Stein, das Holz in Rot und oben dieser Schwung, wo die Laternen dranhängen am Dach, den könnte man auch rot machen. Aber den Rest, eigentlich wäre es schon schön, wenn der Rest dunkel ist, oder? Ich finde das Holz eigentlich echt schön. Ja! Für Schwarz hast du doch deine geliebten Schiefertiefe. Ja, aber die Sache ist, die sind ja nicht, die haben keinen Holzlook. Die sind dann halt sehr steinig. Spielst du mit Mods? Ich spiele nur mit Shader-Mods. Sonst eigentlich nichts. Fichte hat Mona. Leute, ich kann doch jetzt nicht alles von Mona klauen. Das geht doch nicht. Oh, Fuchsohren. Upsi. So. It's Fuchsohren time. Es hat jemand eingelöst. Oh, Pick Defender, danke für 17 Monate. Sorry, falls ich irgendeinen Sub übersehe. Ich habe das Gefühl, mittlerweile, ihr subbt alle so viel. Ich fühle mich immer so schlecht, dass ich dauernd irgendwas übersehe. An Subs. Dankeschön. Danke trotzdem für alles. Oh mein Gott. Monas Keller für Pflanzlinge? Da versteht jemand mich. Ich meine, nein, Chat, ich kann doch jetzt nicht für alles, was ich brauche, immer zu Mona latschen. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht für alles, was ich, also... Ich muss doch auch mal irgendwas selbst sammeln.
Also, ich kann da also... Das ist ja keine Art, ne? Das macht man so nicht. Aua. Die Nuss habe ich verdient. Nein, natürlich nicht. Kannst du nicht? Nein, Leute. Chat, wie seid ihr denn erzogen? Was ist da denn los? Warum habe ich hier ein Ei gefunden, Alter? Erstmal das Ei auf den Boden geschmissen. Diebe. Räuber. Ich dachte gerade, was ist dieser weiße Schlong? Was ist da vom Baum gefallen gerade? Ach, das ist ein, oh, eine Kröte. Nee, das ist das Portal. Das sieht nur sehr flach aus von der Seite. Ich muss nur kurz überlegen, ne? Wo war denn das? Hier, glaube ich, irgendwo, ne? Ich bin zu weit. Habt ihr eigentlich Mona was erzählt? Habt ihr Mona was erzählt eigentlich? Wegen letztem Mal. Hat sie was mitbekommen? Oder wart ihr brav? Habt ihr nichts weiter gesagt? Das sieht alles zu clean aus, um kein Mod zu sein. Aber es ist kein Mod. Oh Gott, dammit, alter Junge. Geister Julian, ich fange an zu flüstern und du drückst mir deinen Dick ins Gesicht, Alter. Was soll denn das jetzt? Oh Gott. Dann verläufst du dich und Mona muss dich retten kommen. Nein! Ich kann das Intro von Chip und Chap auch auswendig. Ich überhaupt nicht. Aber ich gucke hier oft so Pete's Meat Best Of. Oh mein Gott, Mona hat meinen Kürbis hier stehen lassen. Wie süß. Was ist das hier? Oh, Knochenmehl. Chat, könnt ihr mir helfen? Ich bin zu dumm. Irgendwo hier war doch der Eingang. Ich finde den manchmal auch random, aber jetzt, wo ich danach suche, finde ich den nicht mehr. Ich finde die Standbilder, wenn das Tracking aufhört, so gut. Oh nein, habe ich Standbilder teilweise bei meinem Tracking gerade? I'm so sorry. Oh, da ist ein Enderman. Was macht der denn da? Diese Blume ist sehr faszinierend. Mann, ey, dieser Teich ist auch so schön. Wie kann man denn sowas Schönes machen, Mona? Ist ja ekelhaft. Kann man auf dem Server joinen? Leider nicht. Das ist ein Leitmotiv-exklusiver Server. Chat, bin ich dumm? Wo ist der Eingang? Wenn ich hier dran vorbeigehe, finde ich den richtig oft, aber jetzt gerade bin ich irgendwie dumm. Der ist doch nicht hier gewesen, oder? Keine Fackel dran gemacht? Leute, das ist doch... Das ist Monas Geheimgang. Als ob sie ihren Geheimgang, den niemand finden soll, mit einer freaking Fackel markiert. Like, nein, of course not. Natürlich ist da keine Fackel dran. Und wenn ich eine dran setze, weiß sie, dass ich den Weg gefunden habe. Und dann macht sie den vielleicht woanders hin. Hat sie den umgeändert? Der Eingang ist unterm Wasserfall, aber nicht hier. Hat sie den umgeändert? Der alte ist weg, Mona hat einen neuen. Nicht wirklich. Hat Mona gemerkt, dass ich da war? Scheiße. Nein, Mona hat den umgeändert, weil ich drin war. Mona! Ach so, wusste nicht, dass der geheim ist. Ich muss Hampelmänner machen, okay, mach ich kurz. Okay, Leute, Hampelmänner und... Zwei, drei, vier, fünf, sechs,
rein. Hallo, Shino. Leute, Shino hat sich auf meinen Stuhl gesetzt. Leute, ich kann nicht mehr weiter streamen. Shino sitzt auf meinem Stuhl. Schnuppi, Schnurri. Ja. Mein kleiner Schnurri. Nein, du kannst jetzt nicht... Leute, der will so hart kuscheln. Oh nein, jetzt ist er auf meinen Schoß gesprungen. Oh Leute, ich habe jetzt Shino auf dem Schoß. Hallo. Hallo. Shino, sag was. Ja. Leute, aua. Katzenschmuse-Stream. Alter, Shino frisst mein Kabel. Shino frisst mein Kabel. Oh, ich musste ihm das aus dem Mund raus. Jetzt ist mein Mund voller, meine Hand voller Sabber. Hier, Shino. Er will unbedingt kuscheln. Aber jetzt ist keine Kuschelzeit. Lecker Kabel, om nom nom. Und ihr sagt das so, ne? Der hat früher ständig Kabel durchgekaut. Das war sein Hobby oder so, ey. Das war sein Hobby. Uff. So, einmal schlucken. Eine Stunde streamen wir schon. Echt Bild, bitte. Ah, oh, ich konnte jetzt nicht. Da konnte ich kein Bild von machen. Das war ein bisschen schwierig gerade. Der ist so groß. Hat sich einfach auf mich draufgesetzt. So, schlucken. Extra Avatar für Shino. Danke, Song fürs Podcast. Kennt ihr diese Low-Poly-Katze? So ein Model bräuchte ich. Diese Low-Poly-Katze. Me cat. Hier. Warte mal, sei mal kurz leise. Hier, die Low-Poly-Cat. Sorry, die Low-Poly-Cat war wichtig. Es ist noch nicht Nacht. Guck mal, macht mal keinen Stress hier. Ja, das Alert war sowieso gestellt. Dommit, so nicht. So nicht hier. Nee. Nein, ich bin nicht tot. Aber jetzt müssen wir Monas neuen Geheimgang suchen. Ist er denn hier? Hier war doch auch einer. Oder nicht? Scheiße, hier ist gar nichts. Armin hätte ja sein können. Toll. Scheiße. Nein, jetzt bin ich tot hier. Ich komme hier nicht mehr raus. Kann ich das abbauen? Guck mal, das hat doch gar keiner mitbekommen. Aber war das nicht hier unten? Ha! Der ist immer noch hier! Ich glaube, die Fächer sind falsch rum. Die Falte war falsch rum? Nein! Scheiße, das muss ich gleich nochmal fixen. Für mich sah das richtig aus, ja? Guck mal, dann war das hier doch noch richtig. Guck mal, wo haben wir Holz? Hier ist Saplings. Fichte! Okay, was ist denn das hier für ein Holz, Leute? Ist das Schwarzeiche oder Fichte? Oder beides? Ist das Monas Lager? Nein, 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 Leute. Wir machen ja auch nichts Schlimmes. Wir borgen uns nur so ein bisschen was, ja? Wir klauen ja auch nichts. Schwarzeiche, nicht Fichte.
Wir machen ein beides. Ich kann mir ja eine zumindest mitnehmen. Leute, Chat, ihr sagt nichts Mona hiervon, okay? Ich habe nichts gemacht. Ich habe hier nichts gemacht. Oh Gott. Ich habe mich hier nicht bedient, ja? Ich war nie hier. Ich war niemals hier. Ich habe nichts gesehen, gar nichts. Mona ist echt anders wild, ey. Da wird man einfach ejected irgendwo im Wasser. So, ich gehe jetzt dann mal kurz. Achso, ich muss ja noch das Dings fixen. Moment, bevor Mona das merkt. So. Ja, ich wollte noch was in Ordnung. Das ist ja wirklich falsch rum. Nee. Hör auf damit. Nee. We don't do that. Als ob, wer macht die denn so rum? Das sieht doch so rum viel schöner aus. Mensch, Mona. Oh Gott, wie mache ich die denn richtig rum? Upsa. Wie macht man das so? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Das ist, was Chat sagt, um einen Schwarzeichenbaum zu pflanzen, brauchst du viel, sonst passiert da gar nichts. Ficken. Chat, das ist alles belastend. Wisst ihr sagt einfach gar nichts. So, ihr habt nichts gesehen. Ihr habt gar nichts gesehen, okay? Ich wusste, dass du es am Ende so machen wirst, Mann! Das sieht sowieso viel schöner so aus. Mann, ey, dass ich direkt vier mitnehmen muss, tut mir ein bisschen leid. Ich wollte nur eins mitnehmen. Oh, fucking hell. Du bekommst ja wieder welche raus, wenn du sie abbaust. Ja, Leute, ich leih mir das nur. Ich leih mir das nur. Ich bringe ihr das alles wieder. Am Ende hat sie mehr Fichte als vor... hier, Schwarzeiche als vorher. Okay, dass der Creeper direkt auf dem Weg chillt, ist ein bisschen belastend. So, eh nicht. Leihen? Doch, wirklich. Wir leihen uns das. Ja, Investition, Leute. Hier wird investiert. Mona leiht mir einfach mal so vier von ihren Bäumelchen und sie kriegt das Doppelte wieder zurück. Die wird sich denken, boah. Kriegst du was nicht heiler, also machst du was anderes kaputt. Hä, aber das sah doch voll schön aus. Das sah doch eh viel schöner aus so. Jetzt tu mal nicht so. So, wie funktioniert das jetzt mit dem Planten? Ist das so ein Riesenbaum? Ach du Scheiße. So? Oh, Ginger Wiggle, okay. Okay. Ja, Wiggle gibt's nicht. Denk an die Falte vom Eingang. Die musst du noch einklappen, damit das nicht auffällt. Aber die ist seit Ewigkeiten schon so ausgeklappt gewesen. Gleich kommt ein Boom. Gleich wächst das einfach und... Nein! Nein, es kommt kein Creeper. Nein! Hört auf, Leute. Ich gehe ja schon pennen. Ich gehe ja schon.
Gerade sitzen, okay, ich sitze gerade. Ich sitze gerade. Nee, Leute, wir machen das. Hier, wir brauchen hier Dingsbums. Ich finde gut, weil ihr die gleichen Paras habt, wenn Ginger nachts da rumsteht. Hey! Kann es sein, dass ich mein ganzes Knochenmehl runtergenommen habe? Ach, scheiße. Belastend. Ach, Mann, ey. Da waren Knochen? Oh, shit, die habe ich übersehen. Hä? Wo? Da, 6. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich das... Muss ich die alle so einsprühen? Muss ich die jetzt so einsprühen? So piu, 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 piu. Oh mein... Ich dachte, der wird riesig. So riesig ist er gar nicht. Warum hat jemand geklippt, wie ich gesagt habe, dass ihr nichts sagen sollt, Leute? Das ist kontraproduktiv. Ey, ist ja knuffig. Ja, irgendwie, ich dachte auch, der wird größer. Der ist wide. Kann ich den jetzt abbauen? Ja, sieht ein bisschen krüppelig aus, das stimmt. Ein bisschen... Ja, ist dick. Der ist chunky. Chunky tree. Thick boy. Oh mein Gott. Oh, das ist schönes Holz. Ich glaube, damit wird das Gasthaus richtig hübsch. Oh, fuck. Das war's mit meiner... Oh, da habe ich hier vielleicht noch Stuff. Oh, ich habe eine Schaufel hier. Und eine Spitzhacke. Das ist nicht schlecht. Oh. Hier und so ein Teil. Und dann mache ich hier so. Guck mal. Guck mal. Easy. Und dank Monas Eisenfarben haben wir auch Eisen en masse. Wisst ihr, was das Schöne daran ist, dass Mona eine Eisenfarm gebaut hat? Chat, dass ihr mir jetzt nicht die ganze Zeit schreiben... Was machst du denn hier? Das Chat, dass ihr mir nicht dauernd schreiben müsst, dass ich mir endlich meine Eisenfarm bauen soll. Weil, dann kann ich sagen, nee, nee, Leute, Mona hat schon eine gebaut. Das ist ja angenehm, ja. Weil immer, wenn ich gesagt habe, ich habe kein Eisen mehr, meinte Chat so. Mach doch eine Eisenfarm, mach doch eine Eisenfarm. Wehe, der gibt mir jetzt keine Saplings zurück, dann ist belastend. Ich habe einen Mitarbeiter. Wo kommt der her? Hä, was macht der hier? Cool, da sind zwei Stöcke. Kriegt man nicht immer Saplings? Ich weiß es nicht, ich hoffe aber. Ich brauche mindestens 4. Mindestens. Immer Mona beklauen. Hey, 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 ich hab ihr es auch beim letzten Mal wiedergegeben. Es war ja nur kurz geliehen. Wenn keine 4 geht's zurück zu Mona. Scheiße. Nein. Die scannen das Umfeld nach solchen Arbeitsstationen wie der Kreissäge da und dann laufen die dahin. Oh. Junge, aber hier hast du keine Arbeit. Du kannst hier jetzt nicht chillen. Hier ist keine Arbeit für dich. Na gut, naja. Guck mal, der hat die Säge geclaimed. Das ist seine Säge. Guck mal. Das ist seine Säge. Du kannst die Säge abbauen, dann ist er arbeitslos. Nein, Leute, der hat die Säge geclaimed. Das ist jetzt seine Säge. Ich kann die ihm nicht wieder wegnehmen. Warum wollt ihr alle, dass ich ihm seinen Job klaue? Wie fies seid ihr denn?
Finde ich gut, wir zerstören Arbeitsplätze. Nein! Der ist so süß, der freut sich so über die Säge. Mona wundert sich später, wo ihr Villager hingerannt ist. Oh mein Gott, da gibt's noch einen. Ja, ich hab fünf. Ich hab eins mehr. Nice. Okay, sechs. Nice, nice, nice. Ach, scheiße. Ich hab Gras gepflanzt. Ich hab Gras gepflanzt. Ach so. Das sieht aber voll hübsch aus. Investition hat sich gelohnt. Ja, ne? Jetzt schon mehr als vorher. Das war ein Geständnis. Hallo, Fully, ich bin eine Ziege. Ziegen dürfen auch mal ein bisschen grasen, oder? Oder hast du jetzt was dagegen, wenn eine Ziege mal ein bisschen am Grasen ist? I will call the Polizei. Hey, 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 hey. Ich als Ziege, ich habe die Erlaubnis zum Grasen, ja? Da kann man sich auch mal ein bisschen Gras gönnen. Boah, das sieht übelst aus wie so ein Stielbaum jetzt. Du kleiner Stielbaum. Kleiner Stielbaum. Frecher Stielbaum. Hallo, fällt hier noch irgendwas ab? Das müssen wir erstmal 3 Jahre nach deutschen bürokratischen Richtlinien ordentlich überprüfen. Scheiße. Oh, Asura, alles gut, das wissen wir. Das wurde auch extra im Video so gesagt. Unser Haus wird ja sowieso anders aussehen. Wir haben jetzt schon wieder 4 gekriegt. Amazing. Ich glaube, das reicht sogar fast schon für das Haus. Ich glaube, sehr viel mehr brauchen wir gar nicht. Stielbaum, weil er gestohlen ist. Was ist denn das? Ich will hier zoomen und dann ist da so ein roter Hintergrund. Was zum Fick ist das? Hä? Wo kommt das her? Was ist dieser Hintergrund? Wo ist der? Ich suche das gerade, aber ich finde das nicht. Ich hoffe, man sieht jetzt nicht unsittliche Dinge. Warum wird gerade einfach der Screen da gepattet? Was ist dieser Hintergrund hier? Hä? Was ist die warum pattet die Hand da? Hä, warum ist da die Hand und wieso pattet sie? Was? Okay. Das sind die Backrooms deiner Streams. Ich hab keinen Plan, was das war. Was? Hä, wo zoomst du denn hin? Das gibt es nicht. Wo zoomt der denn hin? Wie viele Jahre machst du den Job nochmal? Mein OBS geht immer kaputt. Immer. Mann. Dankeschön fürs Pappern. Guck mal, warum bin ich da nicht? Immer geht irgendwas kaputt, so eine Scheiße. 1, 2, 3, 4. Boah, der ist gut. Das ist ein mächtiger Baum. Bist du Real Ginger oder nur eine Halluzination?
Chat, bin ich real? Bin ich real? Laut meiner YouTube-Kommentare nicht. Laut meiner YouTube-Kommentare bin ich nicht real. Chat, bin ich real? Wie ist denn das? Bin ich nur eine KI? Bin ich ein Bot? Sagt es mir, Chat. Du bist 60, stinkst und hast einen Vollbart. Das habe ich nie verneint. Das ist alles nur eine Simulation. Ich bin Ginger. Fully? Fully mit dem Voice Changer. Einfach die zweite Identity. Wir sind in der kaputten Matrix. Scheint echt zu sein. Ich dachte, du bist ein Kerl. Ja, das sowieso. Der zoomt voll oft zur Axt. Ja, das bin ich, du Nase. Ich habe gerade den Zoom-Knopf gedrückt. Oh nein, ich glaube, meine Halluzinationen fangen wieder an. So, ich muss jetzt aufpassen, weil es langsam dunkel. Ist jetzt der Arbeiter eigentlich wieder zurückgegangen? Ist jetzt einfach zum Dorf zurückgelaufen? Weil hier gibt es ja kein Bett und der muss irgendwo schlafen. What the fuck? Das ist irgendwie funny. Der hat einfach voll den langen Arbeitsweg. Der ist zum Schlafen jetzt irgendwo hingelaufen. Lol. Kriegt der dann eine Pendlerpauschale? Mann! Hä? Ich will sehen, wie der jetzt wieder zurückläuft. Kommt der jetzt gleich wieder zurück? Kommt der hier so angelaufen? So, hallo. Ich will sehen, wie der jetzt gleich zurückkommt. Sorry, Chef, hab verschlafen. Hallo, wo ist denn der Junge? Kommt der noch? Hallo. Ich glaube, die pennen hier alle noch. Warum sind die nicht am Arbeiten? Was soll denn das? Faule Leute, Alter. Die sollen sich mal bewegen. Aua! Hey! So, Leute, ich glaube, ich mache jetzt noch... Oh. Hier liegt ja noch Stuff, geil. Ich wollte gerade sagen, ich mache jetzt noch... Pflanz jetzt noch einmal, sodass hier was übrig bleibt. Ich habe 4 genommen, ne? Ganz ehrlich, ich habe 4 genommen. Ich bringe die jetzt wieder zurück. 6 Stück. Mona hat sogar Gewinn gemacht durch mich. Wir können nicht sagen hier von wegen, ich habe was geklaut. Mona hat investiert, ohne dass sie zugestimmt hat und das wusste. Aber Mona hat investiert und Gewinn gemacht. Ihr könnt nicht sagen, dass das hier jetzt nicht gut gelaufen ist. Du wolltest das Doppelte geben. Nein, ich habe gesagt, ich gebe sie zurück. Und ich gebe jetzt sogar mehr zurück als vorher. Das Klauen ist okay, wenn ich danach mehr zurückbringe? Ja, ja, dann ist in Ordnung. Du hast ihre Einrichtung ruiniert. Hä, die ist viel schöner jetzt. Die ist doch viel schöner jetzt. Das merkt Mona sowieso nicht. Die sagt bestimmt, boah, das ist voll schön. Das war von Anfang an meine Idee. Das sagt Mona ganz bestimmt. Da bin ich mir sehr sicher. Oh, ich bin dumm. Das muss ja andersrum. Du sagtest das Doppelte. Ja, 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 Chat. Ich sag viel, wenn der Tag lang ist. Ja, 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 ja. So. Bup. Und wir müssen einmal hier hin. Naja. Naja ist hier. Hallo, Naja. Naja, du hast nichts gesehen, okay. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. So, und dann meinte die, ich soll das hier wieder umklappen, weil sonst sieht man das. Weiß ich jetzt nicht so, aber können wir gucken.
Weiß jemand, warum bei mir die ganze Zeit pausiert wird? Ich glaube, dann ist dein Internet gerade ein bisschen am Spacken, weil diesmal habe ich keine Internetprobleme. Diesmal nicht. Guten Morgen, Naya. Naya war gestern ganz traurig, dass sie bei Lethal Company nicht dabei war. Eigentlich war ja auch geplant, dass sie dabei ist. Aber leider ist ihr Internet noch nicht da gewesen. Wir holen das aber noch nach, oder? Wir holen das nach. Wir spielen nochmal zusammen alle Lethal Company. Yeah. Ich habe übrigens mich erholt von den Schreien gestern. Das war echt heftig. Ich kann Lethal Company auch nicht länger als 2 Stunden spielen. Nicht, weil es mir nicht Spaß machen würde oder so, sondern einfach, weil es so nervenaufreibend ist und weil ich so viel schreie bei diesem Kack-Game. Es ist auch so funny, aber boah, das ist echt, das... es macht echt Spaß, aber ich bin immer echt kaputt danach. F? Ist mein Stream jetzt aus oder warum F? Aber ich verwerf keine Frames. Wieso F? Der Typ ist echt zur Arbeit gelaufen! Der ist echt zur Arbeit gelaufen! Damn! Nee, alles cool. Er ist wieder da. Aber ich habe gar keine Frames verworfen. Ach, F für die Stimme. Nichts war weg. Oh, okay. Achso, der Typ ist wieder da. Er war nie weg. Hä? Aber der musste doch, der war vorher weg. Der ist irgendwie nach Hause gelaufen und jetzt kam er wieder. Dankeschön fürs Papa. Dankeschön. So, Leute, ich habe gehört, Ohrenzeit ist rum. Das heißt, wieder weg damit. War der Stream kurzer? Ich habe keinen. Ja, weiß auch nicht. Bakuresto! Dankeschön für 6 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. So, ich lasse diesen Baum hier stehen, weil den könnte ich ja noch gebrauchen später und so. Hallo, was ist denn hiermit eigentlich? Oh, ich wollte eigentlich meine Erde pflanzen. Okay, nix. Nix ist damit. Nischt. Bam, 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 bam. Die Sache ist, es könnte halt sein, dass wir diese Steinsäge unten jetzt brauchen. Hallo, Maurer. Es tut mir sehr leid, aber ich glaube, ich musste jetzt deinen Arbeitsplatz wegnehmen. Jetzt steht der da in Lumpen. Ah, ich hab ihn. Die klauen uns unsere Jobs. Er läuft nach Hause. Na, tschüss. Er ist doch voll nett von mir. Jetzt kann er Zeit mit seiner Familie verbringen. Jetzt hat er Zeit und kann nach Hause laufen. Der kann jetzt Frühschluss machen heute. Ist doch voll nett von mir. Ah. So, dann gehen wir mal runter. Wieder eine Existenz ruiniert. Hä? Wieso das denn jetzt? Nein, hallo, mein kleiner Sklave. Und sein Sohn verhungert. Leute, wir müssen Frostpunk spielen. Da können dann auch Leute verhungern, weil sie keine Arbeit haben. Nee, so direkt funktioniert das in Frostpunk nicht, aber so in der Art. Dann gibt es wieder Kinderarbeit. Oh ja. Da geht er gekränkt. Arbeitslos und finanziell am Ende nach Hause. Nein, der ist voll froh, dass er jetzt früh Feierabend machen kann. Würdet ihr euch nicht auffreuen, an einem sonnigen Tag früher nach Hause gehen zu dürfen? Au! Oh! Nein, 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 nein! Mein ganzes Holz. Mein ganzes Holz, das ich gesammelt habe. Das hier wäre gerade fast kaputt gegangen. Nein. Oh. Oh. Ach du heilige Scheiße.
Wie oft habe ich jetzt gesagt, dass ich dieses Loch hier irgendwann mal stopfen muss? Ich... Was für Karma! Chat, wie komme ich denn hier wieder hoch? Du bist so bedingt lebensfähig. Was soll das jetzt? Das muss das von dir zu hören, Lini. Oh, wisst ihr was? Ich auch wenn es richtig ugly ist, ich mache hier jetzt Erde drum. Dann falle ich zumindest nicht mehr rein. Bleib doch stehen und regeneriere erstmal. Du fällst ja überall runter. Es tut mir leid, Mann. So, habe ich nicht gesagt, ich will rotes Holz hier hin machen? Scheiße, wir müssen noch mal hoch. Ich muss rotes Holz holen. Oder ich nehme jetzt das Dunkle einfach. Ach, ich nehme jetzt einfach das Dunkle. Ich kann es immer noch austauschen am Ende. So. Boop. Boop. Und die Kreissäge kann ich auch mal hier hin machen. Guck mal, Leute, wir kommen heute sogar richtig voran. Loch zu machen und Geländer an der Brücke für sichere Ziegen. Ach was, ich schaff das auch so. So, Leute, hier kommt jetzt... Das Tutorial ist, by the way, gut diesmal, was ich rausgesucht habe. Zwei von denen, einen von diesem Block. Und dann wieder vier von den anderen Blöcken. Eins, zwei, drei, vier. Oh, ich lach, wenn gleich wieder ein Arbeiter hier steht. Lol, das ist viel zu weit weg. Der kommt, glaube ich, nicht lebend hier hin. Das ist ja echt riesig, oder? Die Minecraft-Streams werden immer produktiver. Ich weiß ja nicht, ob mir das gefällt, Lunys. Hä? Was soll das denn jetzt? Wie fies. Hey. Okay, der macht das überall an den Rändern. Zwei von denen. Zwei davon. Upsi, wo ist mein Rand? Ich sehe den nicht hier, ne? Eins, zwei, blub. Eins, zwei, drei, vier. Ah, Villager können zumindest nicht in Lava fallen. Ey, was soll denn das jetzt heißen? Was soll denn das jetzt heißen? Hallo? Der Rex, dankeschön für 13 Monate, dankeschön. Sollen wir dir wieder beim Zählen helfen? Alter, wenn du das machst, dann bringe ich dich um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sind aber genug. Ich habe mich gestern nicht verzählt. Zum Glück. 20. Dankeschön, Chat. So, dann wird das auf allen Seiten wiederholt. Guck mal. Easy. Eins, zwei, eins, eins, zwei, drei, vier. Guck mal, Chat, wir haben jetzt gleich schon das Grundgerüst aufgebaut. Davon kann sich das andere Tutorial mal was abschneiden. Eins, zwei, eins, eins, zwei, drei, vier. Yo, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Danke, Chat, ihr macht das großartig. Ihr macht das ganz toll. Oh Mann, ey. Oh nein, gleich ist der Stream schon vorbei. Wie wunderbar du gezählt hast. Dankeschön, vielen lieben Dank. Dankeschön. Zahlen lernen mit Dinder. Danke, Paul. So. Dann wird das alles connected. Scheiße, ich hoffe wirklich, ich habe genug Blöcke. Ach doch, sollte reichen. Du bist ja echt weit gekommen. Ist das jetzt ironisch oder sarkastisch gemeint? Oder meinst du das ernst? Ey, das sieht so aus, als würde hier gleich wird was entstehen hier, oder? What?
Chat, das könnt ihr nicht von jedem sagen. Guck mal, wie das schon aussieht. Ja. Damn, das ist mehr Progress als in 3 Streams von dem anderen Building. Es ist halt wirklich so, ne? Ich glaube, es ist ernst gemeint. Das ist ja so viel Progress, richtig gruselig. Ich sehe 4 Beine und einen Strich. Ja, aber das Fundament, solange man das hat, dann geht der Rest ja viel einfacher. So. Hast du eine Baugenehmigung eingeholt? Die Hölle gehört mir. Ich brauche keine Baugenehmigung dafür. Das passt schon. Ich finde schade, dass diese Ziegel so geil aussehen in dem Texture-Pack. Sieht bei mir natürlich nicht so geil aus. Eins, zwei, drei, vier. 4 Blöcke lang kommt jetzt dieser Sandstein hier. Wie mache ich den glatten Sandstein? Wie mache ich das? Geschnittener Sandstein? Ich koche den, oder? Muss ich den nicht kochen? Muss ich das kochen? Irgendwie kochen? Ach fuck, ich habe keine Kohle. Brauche ich dafür normalen Sand? Nee, Sandstein. Sonst wird's ja Glas. Ich habe keine Kohle, ey. Nein! Majora, hör auf! Sandstein kochen. Ah, okay. Puh, dafür brauche ich wirklich eine Menge Sand. Aber das kann ich auch offstream machen, theoretisch. So, 4 Blöcke lang. Beziehungsweise 1, 2, 3, 4. Ich glaube, es sind 4 Blöcke. Ich erkenne es nicht so genau. 1, 2, 3. Ich mache erstmal 3 Blöcke. Ginger ist immer perfekt vorbereitet. Hey, was soll das denn heißen? Wir kommen gut voran, ja? 2, 3. Ich habe die falsche Seite gemacht, vor allem. Im Tutorial macht er die andere. Naja. Kannst doch Bambus zum Verheizen verwenden. Das habe ich aber auch nicht da. Schwierig. Irgendwo muss ich bestimmt Kohle haben. Garantiert. Oh, hallo Melon! Hallihallöchen! Hallo! Wo könnte wohl Kohle in so einer riesigen Höhle sein? Hey, ich habe hier schon alles abgebaut. Hier ist nicht mehr so viel. Oh, scheiße. Und Kohle habe ich jetzt nicht hier drin. Na gut. Hätte sie ja sein können. Eine Melone. Puh. Ich meine, ich kann gucken, ob hier irgendwo noch unabgebaute Kohle ist. Ich habe dich gerade schon wieder in der Lava gesehen. Das Traurige daran ist, ja, ich habe auch mich selbst in der Lava gesehen. Ich habe auch gedacht, ja, ich bin fall jetzt auch wieder rein. Das hiesige Bauamt wird doch bestimmt von Mona verwaltet. Punkt, ob Mona diejenigen, die sie beklaut haben, noch eine Baugenehmigung gibt? Hä? Nein, Mona wird sagen, ja, das ist ganz schön, was du da machst, Ginger. Sagt sie, während sie gerade Atlantis errichtet. Also ich gebe mir hier Mühe, ich versuche hier gerade so irgendwie mein Stuff zu bauen. Sie guckt so, hä, was machst du? Ja, okay. Ja, Ginger, mach du nur. Währenddessen baut sie Atlantis. Und ist schon fast fertig. Währenddessen hat sie ganz Europa kurz gebaut. Und bevölkert. Nee, Leute, ich glaube hier, also ich kann natürlich näher, tiefer in die Höhle reingehen, aber ich habe ja noch Kohle, die ist nur halt in meinen Kisten oben, das ist ein bisschen nervig. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ich glaube eins mehr brauche ich doch noch. Eins, zwei, drei, ich glaube es sind 4. Ich glaube es sind 4.
Mona hat sogar durch Ginger ungewollt 2 Setzlinge Profit gemacht. Seht ihr? Ich mein's nur gut. Guck mal, Leute. Wir sind richtig gut vorangekommen. Amazing. Funny Zen, dankeschön für 4 Monate. Dankeschön. Leute, guck mal. Das sieht auf dem Bild so winzig aus, oder? Das Gasthaus sieht richtig klein aus. Und dann guckt man hier hin und das ist einfach riesengroß, Alter. Mit den Maßen. Ach du Scheiße. Aua! Mann, hier, warum bin ich jetzt angenusst? Was soll denn das? Das ist krass, wie groß das ist. Ja, auf dem Bild sieht es irgendwie schnuckeliger aus. Krass, ganze 2 Setzlinge. Ey! Das ist gut. Ich habe sie nicht gestohlen somit. Dankeschön fürs Pappern. Leute, aber bitte sagt nichts wegen den Falltüren, ne? Ich will wissen, ob Mona das selbst mitbekommt. Was spielst du so außer Minecraft und Lethal Company? Alles Mögliche. Alles Mögliche. Random, alles. Vielleicht machen wir nächste Woche wirklich Frostpunk. Zur Feier vom Frostpunk 2 Trailer. Und ist die Höhendecke überhaupt hoch genug? Ich habe auch ein bisschen Bammel, aber das wird schon, Leute. Wenn wir genug daran glauben, wird die Höhendecke hoch genug sein. Ja. Ich will nur wissen, ob Mona das auffällt mit den Türen, ja. Das wird gut. Wurde Zelda jemals beendet? Nee, wurde nicht beendet. Ich habe einfach irgendwann doch die Motivation für das Projekt verloren. Monster Hunter World habe ich lange Zeit gespielt. Das möchte ich nicht nochmal spielen. Kann dir ein Spiel empfehlen. Musst du auch nicht. Ich habe ganz viele Spiele, die ich spielen kann. Nebu, dankeschön für 52 Monate. Dankeschön für dein Tier 2 Sub. Dankeschön. Hey, hallo Nebu. 52 Monate ist auch lange Zeit. Also die Sache ist, Leute, ihr könnt natürlich trotzdem schreiben, wenn ihr irgendein Spiel entdeckt habt, das ihr cool findet. Aber die Frage ist halt immer, ob ich das dann spielen können werde oder möchte. Ist aber natürlich nicht schlimm, wenn ihr schreibt, ey, ich habe da dieses Spiel gesehen, ich glaube, das wäre ganz cool. Niemand bringt euch um, wenn ihr das in den Chat schreibt. Aber, nein, Majora, nein. absolut kein Problem. Aber es gibt auch einfach Spiele, die möchte ich nicht spielen, auf die habe ich nicht so Lust. Ich möchte ja auch mit euch Projekte machen, die mir Spaß machen. Ne? Eben bringt ja auch nichts, euch Streams von mir anzugucken, wo ich mich durch ein Spiel quäle, auf das ich überhaupt keine Lust habe. Und es gibt auch einfach Spiele, die für den Stream nicht so gut geeignet sind. Also die finde ich vielleicht ganz cool, aber die sind nicht so gut geeignet. Ja, ja. Ansonsten könntest du auch das Dach mit der Höhlendecke verschmelzen lassen und mit Stalaktiten verzieren. Das klingt richtig geil, aber das klingt nach was, wofür ich irgendwie denken können müsste. Und ich glaube, das wird schwierig. Aber wir können ja mal gucken, was passiert. Ja, hast du einen Discord? Ja, ich habe einen Discord. Guck gerne vorbei. Discord.gg/ginger. Ja, steht der Release-Date von Frostpunk 2 schon fest? Leider nein. Aber ich habe erst gedacht, das Release-Date wäre jetzt vor einer Woche gewesen. Da habe ich ein bisschen dumm mich verlesen, weil die auf dem Frostpunk-Twitter nur angekündigt haben, dass es da einen Trailer gibt und nicht, dass da das Spiel rauskommt. Da habe ich mich ein bisschen, naja. Aber ich habe mich so gefreut. Wenn Frostpunk 2 rauskommt, spielen wir nur noch das, ey. Das wird richtig die Suchtwoche wahrscheinlich. Oh, ich würde irgendwann gerne von Ginger ein paar Oldschool Point-and-Click-Adventures sehen. Oh. Das ist für mich auch gar kein Streamspiel. Sowas ist auch gar nicht meins.
Aber ich verstehe schon, warum. Eigentlich müsste ich die auch mal spielen. Verstehe ich total. Frostpunk Monat? Okay, ich will mir jetzt nicht auf den Monat festsetzen, aber wir gucken mal, ne? Was, Frostpunk? Mein Lieblingsgame. Eins davon. Eins Lieblingsgame. Steam steht Erscheinungsdatum 24. Ja, das war ja angekündigt, dass es in der ersten Hälfte irgendwie dieses Jahres erscheinen wird. Und ja. Ah. Gespannt auf Frostpunk 2. Ja, wir haben uns vorhin den Trailer angeguckt und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber Leute, es ist 12 Uhr. Ich muss hier ein bisschen die Wohnung vielleicht mal saugen oder so, weil wir gleich Besuch kriegen. Und die sieht ein bisschen aus wie Sau. Ein bisschen sauber machen und Frühstück machen. Oh, jetzt Rührei wäre geil. Bisschen Frühstück machen. Und, das heißt aber leider, dass wir aufhören müssen. Eigentlich hat's wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Ah, ich finde, der Frühstücksstream heute hat mir richtig gut getan. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber. Ja. Mir hat das heute richtig gut getan, der Stream. Ja. War richtig spaßig heute. Und das Rührei ist superior. Dankeschön. Ich gebe mir mal viel Mühe bei meinem Rührei. Oh. Oh. War ein schöner Stream, nahezu cozy. Ja, ne? War fast schon cozy irgendwie. War eigentlich ziemlich cozy. Frühstück, du meinst Vormittag. Wenn wir erst Frühstück essen, auch zur Mittagszeit, dann ist Frühstück. Außerdem ist mein Abendbrot immer so gegen 23 Uhr, 0 Uhr. Wenn ich jetzt schon Mittag essen würde, dann würde ich ja zweimal Abendbrot essen. Hä? Oh! Ja, danke schön fürs Papad. Danke für diesen cozy Stream. Viel Spaß beim Frühstück. Lass dir deine Eggs schmecken. Viel Spaß beim Higurashi-Show mit Marco. Dankeschön. Yes, wir sehen uns nächste Woche. Ich schau mal, was ich in den Streamplan schreibe, was wir machen. Ich bin aber sehr, sehr gespannt. Vielleicht machen wir wirklich so... Vielleicht wirklich mal nächste Woche wieder Frostpunk spielen. Ich weiß nicht, ob das ganze Wochenende. Wir gucken einfach mal. Vielleicht lasse ich mir das auch so ein bisschen spontan offen. Aber... Ja, ich freue mich auf nächste Woche. Das wird gut. Das wird gut. Oh. Jetzt hängt der Stream auch noch. Ich verstehe gar nicht, warum. An mir kann es nicht liegen. Mein Internet ist es nicht. The Exit 8. Das müssen wir spielen. Das fühle ich. Nächste Woche. Nächste Woche Samstag. Exit 8. Das wär's doch. Mal gucken. Vielleicht auch Freitag. Weiß es nicht. Wir gucken, das sind Twitch-Probleme. Ach, Twitch, Mann. Mach mal nicht den. Okay, dann gucke ich mal, wo ich euch hinraide. War nicht gerade Luni noch live? Ist sie nicht mehr live? War sie überhaupt live? Das sieht immer so komisch aus, wenn ich hier nach hier gucke, dann wird mein Mund verdeckt und dann macht... Sieht immer so aus, als würde ich das Mikro deepthroaten. Ah, komm. Fully ist da. Melin? Warte, Melin ist auch live. Die hat gerade eben kurz vorbeigeschaut. Ah, sie hat Marco geradet. Ist auch gerade fertig geworden. Wir könnten Fully raiden. Ah, Melin ist gerade live gegangen. Scheiße. Aber Melin will ich auch mal wieder raiden. Okay, dann raiden wir jetzt Melin. Sie hat auch gerade angefangen. Ihr Intro läuft gerade noch. Das ist amazing. Ihr Intro läuft gerade noch. Und dann raide ich euch da mal hin. Lass die Melone rain. Yes. Okay, Leute. Vielen, vielen lieben Dank. Der Stream hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir gucken mal, was wir nächste Woche machen. Ja, Mann. Ich freue mich, ehrlich gesagt. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Wochenstart. Shino, ich bin noch nicht fertig. Ich moderiere gerade ab hier. Shino, du musst mal ganz kurz vor meiner Tastatur verschwinden. Oh. Oh, Flausch kurz wieder runter vom Tisch gehoben. Flausch guckt mich entsetzt an. Flausch gurt, okay.
was ich sagen wollte. Hier, startet bitte gut in die neue Woche. Startet gut in die neue Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Start in den Sonntag. Genießt den bitte noch. Macht's euch bequem. Holt euch eine Decke bei dem Wetter. Kuschelt euch ein bisschen ein. Gönnt euch noch ein bisschen diesen schönen Tag. Ja, und dann sehen wir uns. Wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns nächste Woche. Wir seid nicht da. Ich warte auf euch und besuche euch in der Nacht und atme in euren Nacken. Bis nächste Woche.